Rapid Wien-Mittelfeldspieler Ivan Mucinic soll noch in dieser Woche bis Sommer verliehen werden. Der Kroate absolvierte im Dezember 2016 seine letzte Partie für die Profis, kämpfte lange mit einem schweren Knorpelschaden. Noch vor dem Trainingslager teilte Rapid-Trainer Dietmar Kübauer dem zentralen Mittelfeldspieler mit, dass es aktuell nicht reicht und er ebenso nicht nach Belek mitreisen wird. Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle vier Kostic, Mališek, Giminot. Ich habe ihnen klar und deutlich gesagt, dass es bei uns nicht reichen wird, so Kühlbauer. Vom Quartett ist nur noch Mucinic auf Clubsuche, der Rest verabschiedete sich bereits permanent aus Hütteldorf. Für Mucinic soll noch ein Leihverein gefunden werden. Wir wollen ihn nicht verlieren und glauben weiterhin an ihn, aber er braucht einen guten Verein auf möglichst hohem Niveau, wo er regelmäßig spielen kann. Dies wird entscheidend für die Fortsetzung seiner Karriere sein. Daher ist die Entscheidung auch relativ schwierig, so Rapid-Sportdirektor Freddy Bickel bei Laola 1. Geöffnet ist das Transferfenster etwa noch in Kroatien und der Schweiz. Am Donnerstag live und exklusiv auf der ZN, Rapid Wien vs. Inter Mailand.